Ja, Mädel-Leute, herzlich willkommen zurück bei Hogwarts Legacy, die Hoden des Hönigs mit Harry Potter. Part 5 von unserem frivolen Frittenvernichter. Ich war jetzt auf Malochne und bin gerade zur Tür rein, habe mir ein Kippchen gedreht und habe gedacht, komm, weißt du was, noch drei Parts, die reißen wir jetzt noch ab. So bin ich. Dann habe ich dann nämlich auch hinter mir und kann mich anderen Dingen auf meiner To-Do-Liste widmen. Und so wie ich den Dicken kenne, haut er gleich morgen wieder neue Parts raus. Wir wollen es mal nicht hoffen. Ich muss gleich erstmal eine kleine Korrektur vornehmen. Ich wurde in den Kommentaren öfter darauf angesprochen, dass ich einen kleinen Fehler gemacht habe. So, Dulifon erstmal auf leise stellen. Zack. So, Dulifon aus. Entschuldigung. Hogwarts Legacy spielt natürlich nicht etwa 30 Jahre vor den Geschehnissen Harry Potter, sondern es sind ungefähr locker, es sind eigentlich 100 Jahre vor den Geschehnissen Harry Potter. Es spielt in etwa 30 bis 40 Jahre vor den Geschehnissen von Fantastische Tierwesen. So ist es. Richtig. Daher danke nochmal für die Hinweise, das war natürlich ein Fehler meinerseits. Den wollte ich noch schnell korrigieren. War noch was? Übrigens, allgemein, danke für eure lieben Kommentare, danke für die guten Genesungswünsche. Ja? Vielen, vielen Dank. Ihr schreibt alle herzlich und ich versuche auch immer zurück zu herzen. Ich versuche alles zu herzen, was ich lese. Seht es mir nach, wenn ich mal einen übersehen sollte. Ich mache das nebenbei tatsächlich auf dem Handy, wenn ich es schaffe, immer mal wieder ins Studio gucken, eure Kommentare alle lesen, herzen. Ich sehe, für viele macht es die Let's Plays erträglich, wenn ich sie kommentiere und deswegen mache ich das. Ja, wenn ich sagen würde, ich mache es gern für euch, dann würde ich lügen. Doch, ich mache es gern. Für euch mache ich es gern, aber ich mache es nicht gern. Wenn das denn in irgendeiner Art und Weise Sinn gemacht hat. Gut, das wollte ich jetzt noch zum Anfang loswerden. Und falls ich jetzt, ich habe das Gefühl, ich habe was vergessen. Vielleicht fällt es mir noch ein. Ich glaube, irgendwas war noch in den Kommentaren, was ich gerne noch gesagt haben wollte. Achso, manche haben gefragt, ich habe es zwar beantwortet, warum ich ab und zu hier nach oben tippe. Damit mute ich mein Mikrofon. Ja? Ab und zu drehe ich mir hier ein Kippchen, das raschelt, das knistert. Ich muss ab und zu mal husten, ich trinke an der Flasche. Wenn ich hier mit der Plastikflasche rummache, das knistert alles ins Mikro. Das möchte ich euch ersparen. Deswegen tippe ich immer ganz kurz drauf, dann ist das Mikro aus und dann tippe ich wieder drauf und dann ist es wieder an. Ne? Zieh bis es an, zieh bis es aus, so einfach ist das. Es könnte so einfach sein. Gut, lang genug gelabert. Geh mal rein, ins Wasserbein. Von wem habe ich das nochmal? Wer hat das nochmal? Ich weiß nicht mehr. Egal, Rin. So, ich habe gerade gemerkt, eigentlich müsste ich einen Livestream machen. Metal Rainer, herzlich willkommen. Bla bla bla, Palava Konfetti, Profi-YouTuber vom Feinst. Ich weiß, er hat's gesagt. Er macht lange Parts und sagt nicht mehr Hallo und Tschüss. Ich weiß nicht, wo das beschissene Problem ist. 20 Minuten, er macht eine Verabschiedung und sagt direkt danach Metal und herzlich willkommen. Und macht einfach weiter. Wo ist das Problem? Ich weiß es nicht. Wir wissen es nicht. So ist er halt, ne? So ist er halt. Selbst das ist zu viel Aufwand, ja? Ja, wir wollen ja auch nicht zu viel Aufwand in diese Stümperei hier stecken. Wir haben schon 20:30 Uhr. Und ich möchte eigentlich heute nicht so lange machen. Wir haben schon 20:30 Uhr. Also so als arbeitsloser, obdachloser Bettler ist das doch scheißegal, wie spät es ist, oder? Muss ich mir also noch überlegen, wie ich dann weitermache. Aber das sehen wir dann. Wie du dann weitermachst. Vielleicht fängst du mal an, deine Herausforderungen einzulösen. Oder gehst mal auf deine Aufträge, nimmst da einen neuen an. Oh, oder meinst du sowas wie dein Leben mal in den Griff zu kriegen? Ja, dann mach den Laptop zu, ne? Und wongel zum Amt. Oder zur Obdachlosenunterkunft. Ich war schon duschen, aber ich wollte mich nachher nochmal ein wenig frisch machen. Entschuldigung, so, ich habe schon wieder auf die falsche Taste gedrückt. Ich bin so ein Dulli. Ich müsste einen Livestream machen, weil wir haben schon 20 Uhr. Ich war schon duschen, aber ich wollte mich noch nachher noch mal ein wenig frisch machen. Ja, machen wir mal so. Tut mir leid. Technik-Trottel. Was soll dieses Rumgeschieße da? Naja, auch nicht wirklich mächtiger, habe ich das Gefühl. Egal. Jetzt haben wir. Ja, nicht gegen Pflastersteine. Nein. Seinen eigenen Zauberstab. Glückwunsch. Und wenn ich die Karte richtig im Kopf habe, müsste ich jetzt hier, wenn ich runterlaufe, wieder genau an den ersten Trankläden vorbeikommen und am Samenladen. Es tut mir übrigens leid, wenn das so ein bisschen verwaschen aussieht. Das liegt nicht an mir.
ihr seht ja, ich bin klar, das liegt hier am Konfuzius Wingelwongler. Auch wenn sich das schon wieder voll pervers anhört. Ey, es geht schon wieder los. Nein, Mann, jetzt hör doch mal auf mit deinen blöden Samen. Ey, wirklich, das geht mir jetzt langsam auf den Zeiger. Was soll denn das, du pubertierender Vorschüler? Samen. Ja, Pflanzensamen. Ganz noch, Herrgott, noch eins, wirklich. Ist ja schrecklich. Habe ich gerade noch was Wichtigeres gesehen bei Detmar? Genau. Genau das meinte ich. Boah, das Geschniefe, so. Ich hatte es schon verdrängt. So. Putz dir die scheiß Nase. Ich find's ein bisschen merkwürdig, dass ich die Sachen nicht... Ach, deswegen. Es blinkt nicht mehr. Ich dachte jetzt eigentlich, das müsste blinken. Tut was soll blinken? Nicht. Was soll denn blinken? Sehe ich das auf der Minikarte nicht? Drück einfach mal V und dann verfolgt... Ich bin schon wieder dran vorbeigelaufen. Hier die Symbole. Ich muss nach links und das Gebäude links ist das dann. Okay. Kannst du keine Karte lesen? Oh, allmächtiger Wingelwongler. Kannst du einfach auf V drücken, dann kannst du dieser Spur folgen. Ne? Haben wir schon wieder vergessen. Haben wir wieder nichts gelernt. Gott, bist du blöd, ey. Gott, bist du blöd. Da steht sogar ein Symbol auf der Minimap. Und es hört auf, die scheiß Nase hochzuziehen. Erstmal die Kurzruhe geludet. Ja, da gebe ich ihm recht. Das ist so ein bisschen so eine ludonarrative Dissonanz. Klar, es ist ein Spielsystem. Ne? Selbstverständlich, da müssen wir nicht drüber reden, das ist schon vollkommen klar. Aber ich finde es auch irgendwie witzig, wie man komplett durch Hogwarts und Hogsmeade rennt und einfach sämtliche Truhen plündert und Schlösser aufmacht und einfach alles einsackt. So, ne? Das ist halt schon ein bisschen... Naja, aber klar, ist halt ein Spielsystem. Ne? Schwamm drüber. Aber ja, es ist schon ein bisschen komisch. Verzeihung, Sir. Oh, so ein Glück. Als ich die Glocke hörte, dachte ich, sie wären Miss Lawang. Nicht, dass sie sich hier blicken lässt. Obwohl, sie habe ich hier auch noch nie gesehen, glaube ich. Tatsächlich bin ich zum ersten Mal in Hogsmeade. Tatsächlich? Nun, Perry Pippin, zu Ihren Diensten. Sie sind bei J. Pippins Zaubertränke. Tränke für jede Gelegenheit. Das steht schon auf dem Schild, aber Großvater wollte immer, dass ich es sage. Wie kann ich Ihnen helfen? Professor Weasley schickt mich, um ein paar Rezepte abzuholen. Ich bin neu in Hogwarts. Ihretwegen hat sie die Eule geschickt. Ich habe alles sofort bereitgestellt. Wenn Sie so sind wie ich in Ihrem Alter, dann wollen Sie Ihre Trankzutaten so schnell wie möglich. Ist das Tränkebrauen nicht eine faszinierende Kunst und so wirkungsvoll wie jeder Spruch, meine ich? Sind Zaubertränke wirklich so vielseitig? Sie sind zwar nicht so eindrucksvoll wie Zauber, aber sie sind genauso mächtig. Sie können heilen, vernichten, schützen. Das werden Sie bald zu Genüge erfahren. Da Sie zum ersten Mal hier sind, sollten Sie wissen, dass ich nicht nur Trankrezepte verkaufe. Ich biete auch fertige Gebräue für verschiedenste Gelegenheiten und kreiere auch neue von Zeit zu Zeit. Kommen Sie immer mal vorbei, um nichts zu verpassen. Aber jetzt holen wir Ihnen erstmal die Rezepte, ja? Wie kann ich heute bitten? Kurze Anmerkung für mir, das finde ich zum Beispiel in der Synchro, ich finde die an sich ganz, ganz nett gemacht, aber das ist oft das Problem in Synchronisation. Also er sagte gerade, ich möchte, dass sie wissen, dass ich nicht nur Trankrezepte verkaufe. Und so wie das betont ist, verkauft er auch noch andere Rezepte. Das kommt daher, weil die Synchronsprecher kriegen meistens nur den Text ohne Kontext oder ohne was zu sehen. Ich hätte es anders betont, dass ich nicht nur Trankrezepte verkaufe. Ich verkaufe auch das ein oder andere Gebräu. Ja, das ist manchmal schade in der deutschen Synchro, dass da sowas oft nicht rüberkommt. Ja. So, ja, das brauche ich. Ich wollte doch einfach mal was Nettes zwischendrin erzählen, so, wenn mir was auffällt. Ne? Ich habe ja auch einen Bildungsauftrag hier. Quatsch, ich erzähle euch einfach nur meine Meinung. Also. Sehen Sie sich ruhig den Rest Alter. Des Inventars an. Oder kommen Sie wieder, wenn Sie es heute eilig haben. Ja, alter Falter. Sind das halt die Sachen, die man kaufen muss? Okay. Ja, gut. Mir ist. Kannst du alles einsammeln. Die Rezepte nur nicht. Die musst du kaufen. Würde ich mal verkaufen, wenn es geht. Ja, okay. Oh ja, es geht wirklich. Hey, warum denn nicht? Warum musst du den jetzt nicht verchecken? Der war schlechter als deiner. Willst du verchecken können? War relativ einfach jetzt.
So, und wo war das Letzte, was ich brauche? Wem erzähle ich das hier? Hätte noch was checken können, das Scheißding. Aber der Raft hat mir wieder nichts. Auch so ein roter Pfeil nach unten, das ist für Rainer. Ist egal. Ne? Selbst wenn es rot aufleuchtet. Rainer macht einfach weiter. Okay. Hör dieses Schniefen. Das war die Winde. Regt mich auf. Geht das nur mir so? Oder geht euch das auch so? Diese ganze Zeit, dieses. Oh, ey. Boah, wie mich das nervt. Schlüsseln. Das ist der Eberkopf. Wie wär's mit diesem Papyrus da unten? Mit dieser Schriftrolle? Wie wär's denn damit? Ist das hier? Schnabelbrot. Und Brut. Besenknecht Sonntagsstart. Herrgott, bist du eigentlich schlecht? Ich könnte mal zum Besen holen. Kannst du nicht, aber ist egal. Das ist ein Bekleidungsgeschäft. Das zeigt dir vielleicht das Hut-Icon. Aber du bist auch wirklich für alles zu dämlich. Wälze und Schriftrollen. Was hat denn das noch geblinkt? Du warst gerade mit dem Mauszeiger auf Wälze und Schriftrollen. Klappen wir es wohl nicht. Das hier brauchten wir und das hier brauchten wir und dann. Tierwesenbedarf. Magische Rübe. Ja, mit Samen und Dünger braucht er ja auch noch. Der macht mich vollkommen wahnsinnig. Was brauchen der jetzt noch? Der braucht noch Samen und Dünger. Das ist da oben links. Da war er jetzt gerade drauf. Lass mich mal gucken. Wälzer und Schriftrollen und die magische Rübe. So. Die letzten Schuhe. Ich habe schon wieder einen Haarmund. Das ist Bartträger. Schrecklich. Es tut mir leid. Wirklich. Aber ich mache das hier Ganze wirklich on the fly, uncut. Er war jetzt auf beiden drauf. Auf Wälzer und Schriftrollen und magische Rüben. Das gibt's doch nicht. Was macht er denn, wenn er mit dem Mauszeiger da drauf ist? Und dann da auf den Bildschirm guckt? Was genau passiert da? Ich würde gern, wirklich, ich würde gern mal so für 5 Minuten Rainer sein. So in ihm drin. Aber nur mit der absoluten, hundertprozentigen, unumstößlichen Garantie, dass ich da wieder raus darf. Einfach nur mal, was geht da ab in dem Moment? Gehen wir mal in die drei Besen alles saufen. Ich habe keine Ahnung, wo ich jetzt hin muss. Das steht unten links. Besuche Wälzer und Schriftrollen und besuche die magische Rübe, Herrgott. Und man sollte dir mal einen vor die magische Rübe geben, ey. Ich habe auch gedacht eigentlich, dass das Zeug markiert bleibt. Jetzt hat er drauf gedrückt, jetzt hat er eine Markierung. Glückwunsch, Rainer. Hast du es jetzt? Nee, aber gelernt hast du es nicht, ne? Du hast nur wieder Button-Mashing betrieben und es ist zufällig angegangen. Achso, warte, willst du ein Schriftrollen müssen wir noch? Steht ja da unten links. Wieso wird mir das hier nicht angezeigt? Oder sehe ich es bloß nicht? Nee, ich dachte, es müsste hier links oder rechts irgendwo stehen, aber nein, steht nicht. Da nicht. Oh, er hat's geschafft. Naja. Ein neugieriger Geist. Verzeihung, Sir. Ich soll hier Zauberanweisungen für Professor Weasley abholen. Mathildas Schüler also. Dachte ich mir, dass sie vorbeikommen. Ich bin der Eigentümer. Thomas Brown. Dann hatten sie ihre erste Beschwörungsstunde? Nein, leider noch nicht, Sir. Ach, das kommt schon noch. Etwas aus dem Nichts zu erschaffen, ist Magie in Reinkultur. Ich dachte, das geht um Verwandlung. Das Ganze sehr komplex. Er hat nach einer Beschwörungsstunde gefragt. Bleiben Sie dran. Dann werden Sie Professor Weasley bald beeindrucken. Der kriegt auch nichts mit. Ich mir alle Mühe geben, Mr. Brown. Ich freue mich schon darauf. Oh, und ich mich erst. Mit den Zauberanweisungen kann man einzigartige Dinge beschwören, wie eigene Möbel und Dekorationen. Aber ich überlasse Professor Weasley das Lehren. Tragen wir das Zubehör für Sie zusammen. Einen Pflanztisch und eine Tränkestation, ja? Das klingt richtig. Gut, es gibt nichts Besseres, als seine Zutaten selbst anzubauen und zu brauen, was man will. Wann man will. Schauen wir uns mal an, was wir haben.
Sag bloß, die haben ein Crafting-System. Ich krieg einen Kotzanfall, Alter. Ja. Ich kotze immer Kort. Das ist sogar noch viel besser. Es gibt den Raum der Wünsche. Und der wird nachher quasi dein persönlicher Hub. Also dein Housing sozusagen, den du frei einrichten kannst mit massig Deko-Gegenständen und halt auch nützliche Dinge. Jetzt am Anfang ist es nämlich ein bisschen blöd. Wir können nur den Brautisch im Klassenzimmer verwenden und den Pflanztisch. Und da können wir immer nur eine Pflanze ziehen, einen Trank brauen. Das ist auch nochmal ein unnötiges System. Also ich finde, es ist ein bisschen, das heißt unnötiges System, möchte ich jetzt so nicht sagen, aber es ist ein bisschen komisch gestaltet. Da werde ich nachher nochmal was zu sagen, wenn wir denn so weit kommen. Mit dem Housing, dann funktioniert das wunderbar. Dann ist es einwandfrei. Genau. Das versteht mir halt falsch. Ich stehe auf sowas. Sehen Sie sich aber den Rest meines Inventars. Ich stehe auf Housing, aber auf Crafting, aber nicht falsch, ich stehe auf sowas normalerweise. Aber oh nein. Bei Harry Potter habe ich eigentlich keinen Bock, jetzt hier irgendwie Crafting-Systeme zusammenzusammeln und mir hier irgendwie, keine Ahnung, ein eigenes Schloss Hogwarts oder so einen Scheiß aufzubauen. Man sammelt keine Crafting-Systeme zusammen. Zweitens bist du nicht bei Harry Potter. Du bist im Wizarding World-Universum. Und drittens baust du dir mit Sicherheit kein eigenes Schloss Hogwarts. Du kommst in den Raum der Wünsche und das ist übrigens super geil gestaltet. Ich fand das eine gute Idee. Cool umgesetzt. Es gibt... Also ich glaube, wenn wir mit dem Projekt durch sind, ja, wenn hier wirklich nichts mehr kommt, wenn ich glaube nicht, dass er dieses Spiel durchspielen wird. Ich bezweifle es. Das ist, also wenn er die Probleme, die er jetzt schon hat, der wird sich nachher der wird auch gar keinen Kampf bestehen. Also so stümperhaft, wie der hier Zauber um sich schmeißt. Ich würde nicht sagen, dass das Kampfsystem kompliziert ist in irgendeiner Art und Weise. Es macht sogar richtig Spaß. Ich glaube nur, dass Rainer einfach komplett zu unfähig dafür ist. Und es wird auch später Rätsel geben. Und er wird einfach nicht in der Lage sein, dieses Spiel durchzuspielen. Und da ist selbst der Schwierigkeitsgrad wird da nicht entscheidend sein. Es geht allein es liegt allein an der Kompetenz, das Spiel adäquat zu steuern. Das wird ihn komplett heillos überfordern. Und Sachen zu verstehen. Deswegen, ich sag mal, wenn das Projekt beendet ist, mache ich vielleicht nochmal so ein, also nur wenn es euch interessiert, mache ich gerne nochmal so ein ganz, und wenn es euch nicht interessiert, lade ich es trotzdem hoch. Mein Gott, 5 Leute wird es interessieren und dann habe ich ja meinen Senf gesagt. Mache ich vielleicht nochmal so ganz kurz so einen kleinen Abriss, vielleicht auch mit Kritikpunkten, wenn sie mir nicht zwischendrin einfallen. Oder allgemein, mal so kurz mein Fazit über Hogwarts. Das würde ich ganz gerne noch anbieten. Ist ja nur ein Angebot meinerseits. Müsst ihr ja nicht, ne? Könnt ihr auch einen X-Button drücken, ne? Dann, genau. Richtig. So, die drei Besen. Mal schauen, ob ich sie von alleine erkenne. Die müssten eigentlich geradeaus sein, oder? Das hier ist Zonko. Ah, da schau mal, da ist sie doch. Ah, nee, besucht die magische Rübe. Das habe ich mir aber gemerkt, wo es ist. Ja, das ist so ein Vorteil, wenn man ein relativ gutes Gedächtnis hat, was sowas Umgebungen angeht. Wenn ich mich gerade nicht getäuscht habe, ist da gerade eine fliegende Seite an dir vorbeigeflattert. Ich würde auf den da tippen. Ach, warum denn? Dann liegt das an den großen Kürbissen, oder? Wo gehst du jetzt schon wieder hin? Was? Nett. Ja, Fußabdrücke im Schlamm, ne? Ja, es ist so beschissen programmiert, das sieht so kacke aus. Das ist alles blöd. Also heutzutage ein Spiel im Jahre 2023, das sollte... halt dein dummes Maul. Das sind dann wohl Sie. Bei Merlins Bad. In der 5. Klasse in Hogwarts anzufangen, muss Ihre Welt auf den Kopf gestellt haben. Nein, gar nicht. Ich sehe das Ganze einfach als großes Abenteuer. Bravo! Nicht jeder hat das Temperament, um die Dinge so gelassen zu nehmen. Ich bin übrigens Timothy Teasdale. Das ist mein Laden, die magische Rübe. Ich habe den Wagen hier draußen, weil ich mich gerne unterhalte. Wenn ich nur drinnen sitze, bekomme ich ja gar nichts mit, nicht wahr? Das stimmt wohl. Neben Samen habe ich auch jede Menge Pflanzen. Ich züchte alles selbst. Meine Spezialität sind Zaubertrankzutaten. Selbst Pippin kauft bei mir. Aber genug von mir. Statten wir sie mit Diptam-Samen aus. Pippin? Ich dachte, wir sind in Harry Potter. Du hast eben im Tränkeladen. Der heißt mit Nachnamen Pippin. Das ist der Familienname, du hundsdämlicher Vollarsch. Erstmal nicht. Ich möchte mir Kohle erstmal sparen, man weiß ja nie. Das ist alles. Ich gehe besser und suche Nati.
Was auch witzig wäre, ne? Wenn ein, ist mir gerade so gekommen, fliegt da gerade über euch irgendwo ein Schüler auf dem Besen vorbei, einfach mal so ein bisschen hier so. Ja, wieder anderen alles kaputt machen und andere nerven, ne? Das findest du wieder witzig. Ich kann mal witzen, wenn dich da einer mit Akio einer vom Besen holt, ne? Was ist dann? Die mobben mich alle. Ja, halt deine dumme Schnauze, Winkler, wirklich. Es ist unfassbar. Boah, wäre doch cool, ne, wenn ich einer vorbeifliegt, ne, den einfach mit Akio vom Besen holen. Oh, blöder Penner. Dummes Stück Scheiße, wirklich. Es ist unfassbar. Und ich wollte gerade eigentlich noch was Nettes sagen, was mir jetzt entfallen ist. Danke. Bratarsch. Ne? Einfach mal den Besen wegsnacken. So. Mein Besen. Zack. No. Ja, im Wegsnacken bist du gut, ne? Sieht man. Nein. Ich habe alles. Ich verstehe jetzt, warum du dich nicht auf einen Lieblingsladen festlegen kannst. Sehen wir uns noch etwas um. Vielleicht. Ist heute der Tag, an dem ich mich entscheide. Oh oh, jetzt wird's bestimmt heavy. Ein Troll mit einer Rüstung. Sie haben einen Troll? Na, da bin ja ich. Ich habe gerade kurz gequatscht, das Mikro war am Mute, ne? War nichts Wichtiges, keine Sorge, ich habe mich nur mal reiner beschwert. Was ist das? Control, ausweichen. Steht mitten auf dem Bildschirm, Herrgott, noch S. Jetzt darf ich auch noch ausweichen, oder was? Ja! Oder möchtest du im Schlag stehen bleiben, du? Vollidiot. Ausweichen mit Control. Sprechen wir ihn denn überhaupt? Ausweichen mit Control. Protego, alter Magiewurf mit Y. Y, ausweichen mit Control. Oh Gott, ist es wirklich. Ey, ich bin doch ausgewichen. Nee, bist du nicht, du bist stehen geblieben. Alter. Nein, nicht Protego. Ausweichen. Oh, du bist gestorben, okay, oder was? Protego bringt nichts, deswegen muss man ausweichen. Ich glaube, es hackt. Ja, das rote große Symbol ausweichen, das orangene kleine Symbol Protego. Das wurde dir jetzt so lange beigebracht, wenn du es bis jetzt nicht verstanden hast, wann Protego benutzt wird. Denn sehe ich hier ganz wenig Land für dich, Ertrinkenden. Das ist ja unfassbar. Dir wird gerade beigebracht, wie man die alten Magie benutzt, die alten Magiewürfe in diesem Fall, und wie man ausweicht. Du befindest dich eigentlich noch im Tutorial. Deswegen hast du auch noch keinen Besen oder dein Reittier. Und kurzer Funfact, ich bin in dem ganzen Spiel, bis zum Durchspielen bin ich zweimal gestorben. Und zwar einmal, weil ich es geschafft habe, mich von der Brücke sprengen zu lassen und dann runtergefallen bin. Und einmal, weil ich auf einer kleinen Erkundungstour von so einer Balustrade gerutscht bin. Das war's. Auf dem normalen, also ich spiele Games erstmal grundsätzlich auf dem normalen Schwierigkeitsgrad, weil ich davon ausgehe, der normale Schwierigkeitsgrad ist der Standard-Schwierigkeitsgrad, auf dem das Spiel für die ideale Erfahrung entwickelt wurde. Ich muss sagen, es war nicht sehr herausfordernd. Es hat Spaß gemacht, aber es war nicht sehr herausfordernd. Ich werde es sowieso nochmal anzocken und dann werde ich mal einen Schwierigkeitsgrad höher gehen. Aber das da, weil man einfach wirklich für die simpelste Eingabe zu doof ist. Und diese Systeme, die wir da gesehen haben, die sind ja nicht neu. Das ist jetzt ja nicht, dass man sagt, oh, ausweichen, blocken, das gab es ja noch nie. Nee, das ist alles nicht neu. Und es ist sehr gut zu sehen. Und die Controls funktionieren wirklich wunderbar. Das Kampfsystem ist klasse, es ist sehr dynamisch. Es ist super dynamisch. Naja, Stümper. Ach nö.
Ach nö. Nö. Zudem hätte er die ganze Zeit einfach mal auf G drücken können, um sich zu heilen. Und jetzt hör auf, uns voll zu husten. Warum dir sowas passiert, weil du zu doof zum Spielen bist. Der Typ nicht. Ort als Hogsmeade? Ja, ja. Ach, ich habe alles. Ja, darf ich das jetzt bitte ein bisschen beschleunigen? Ja, kannst es ja überspringen. Du bist auch zu doof, eine Maustaste zu halten, ne? Das ist... Ausweichen. Das geht doch. Alte Magiewurf, Y. Ausweichen, ausweichen. Y, ausweichen, ausweichen, Y. Oh Gott. Ausweichen, Y. Alter Magiewurf, Y. Der ist zu doof. Reparo. Ich wollte eigentlich den hier. Funktioniert auch nicht. Okay, Reparo müssen wir nach dem Kampf verwenden, aber, Y. Okay, ich gib's auf. Also er wird jetzt in diesem Kampf, da wäre Protego gewesen, er wird in diesem Kampf auch den Einsatz der alten Magie nicht lernen. Das wäre Protego gewesen. Übrigens hat das Ausweichen jetzt endlich verstanden. Das wäre ein Protego gewesen. Du kannst sie nicht limitieren. Zauber gegen den Troll war ja schon im ersten Teil so praktisch. Was ist das? Ja, funktioniert bei denen nicht, weil sie sind zu schwer. Deswegen habe ich auch gefragt, wie viel es braucht, um dich anzuheben. Was habe ich jetzt gemacht? Troll gemacht. Der Erfolg heißt einfach mal Troll gemacht. Ja, habe ich doch Troll gemacht, oder? Haben Sie beide etwa einen ausgewachsenen Troll bestellt? Alleine? Ja. Anscheinend. Ehrlich gesagt geschah alles sehr schnell. Bei mir übrigens, diese Videos hier auf dem Kanal sind auch Troll gemacht, ja? Ja, und wir helfen immer gern. Helfen ist eine Untertreibung. Mit solchen Nerven haben Sie das Zeug zum Auror, wenn Sie mich fragen. Wenn Sie unverletzt sind, ja, du nicht, Rainer. Du nicht. Vielleicht helfen, wieder Ordnung in ein paar Dinge zu bringen. Natürlich, Officer. Singer. Officer Singer. Und vielen Dank nochmal. Na klar. Dann würde ich sagen. Und jetzt reparo dich mal da durch. Ja, das geht doch. Ja, das kriegst du hin, ne? Oh, hallo. Haben Sie kurz Zeit? Mal sehen, was er will. Zwei von sieben. Drei von sieben. No, machen wir erstmal was anderes. Ja, gut. Was geht hier jetzt ab? Ah ja. Das sind diese Demigeist-Statuen. Die kann man leider nur nachts einsammeln, aber die Quest kriegt er noch. Dafür kriegt er dann seinen Alohomora-Zauber. Ah, ja. Mal eben noch auf die Zeit schauen. Bisschen haben wir noch. Ich muss sagen, ab und zu hätte ich mir gewünscht, in meinem Durchlauf öfter mal den Revelio-Zauber in so Gebäuden einzusetzen, um direkt mehr Handbuchseiten zu finden. Jetzt muss ich alles wieder abklappern, um die alle einzusammeln. Allerdings ging es mir auch ein bisschen mehr erstmal um die Story und um die Erfahrung. Aber an sich, ich sag mal, wenn man es komplettieren möchte, was der Dicke natürlich nicht tun wird, da hätte ich mir gewünscht, ich hätte das auch des Öfteren mal gemacht. Ja. Deswegen werde ich das gar nicht jetzt so groß kritisieren. Okay, ich kann anscheinend einfach hier außen rum eiern. Du sollst doch erstmal. Protego. Jetzt hat Officer Singer eine Sorge weniger. Mach doch erstmal die Quest fertig, die du offen hast. Das ist doch.
Also wenn du mit sowas schon überfordert bist. Das habe ich mir gedacht. Aber ja, das hast du dir gedacht. Das hast du dir gedacht, ne? Du ausgekochtes Schlitzohr, du. Sechs von sieben. Sechs von sieben. Sechs von sieben. Ja, bist du eigentlich wirklich für alles zu scheiße blöd? Repariere den Schaden. 6 von 7. Ja, Mann. Das steht auch die ganze Zeit. Guck doch einfach mal dahin. Wieso machst du denn schon wieder Reveli? Wieso schießt du dann da drauf? Reparo. Nein, du verstehst es eben nicht. Übrigens mega geil, wie ich das mal alles wieder zusammen. Du verstehst es eben nicht. Du verstehst gar nichts. Wir haben gerade über dich gesprochen. Jetzt fängt er schon wieder an, diesen Tee da zu saufen, ey. Es ist so. Ich dachte eigentlich, die reden jetzt. Hallo, Sir. Ich glaube, wir kennen uns noch nicht. Wenn du ihn ansprechen würdest, täte dir das. Tuch und Kleiderhändler. Was macht mich fertig, wirklich. Ich danke Ihnen für Ihre Tapferkeit. Kann das nicht. Gegen diese Trolle. Ganz zu schweigen davon, dass Sie Hogsmeade wieder in einen ansehnlichen Zustand versetzt haben. War mir ein Vergnügen. Einen Orden des Merlin hätten Sie verdient. Aber ich kann Ihnen etwas... Auf die Fresse hätte er verdient. Viel Nützlicheres anbieten. Mir gehört Besenknechts Sonntagsstaat. In meinem Inventar befinden sich einzigartige Dinge, die einen gewissen Schutz bieten. Lebensrettenden Schutz. Da ich annehme, dass das nicht Ihre letzte gefährliche Auseinandersetzung war, gebe ich Ihnen einen Satz solcher Roben. Zum Dank für Ihre heutige Tat. Kann ich doch nicht annehmen. Ja. Ich erinnere einfach mal an die Amazon-Wunschliste. Weißt du, der... Ach, komm, fertig. Mama. Ihr wisst ja doch alle, muss ich... Nee. Das ist nett von Ihnen, Mr. Hill. Aber ich kann nicht annehmen, was ich nicht bezahlt habe. Ihr merkt das, ich will den nur noch durch, ne? Unsinn, ich bestehe darauf. Dann probieren wir das hier doch mal an, ja? Wir haben heute viele Waren. Lassen Sie sich Zeit. Sie werden nicht enttäuscht sein. Du hast neue Ausrüstung erhalten. Verbessere sie jetzt. Okay, es scheint viele legendäre Sachen zu geben. Ja, das ist alles random. Die Sache ist, ich würde da keine Ausrüstung kaufen. Spart eure Kohle. Tatsächlich verkauft den ganzen Schrott, den ihr nicht braucht. Am Anfang ist es eh sehr begrenzt, das Inventar. Ich glaube, es sind... vier Plätze hat man am Anfang. 20? Ich weiß es nicht. Ich habe es jetzt nicht auswendig gelernt beim Zocken, ja. Es ist begrenzt, ich glaube, es sind 20 Plätze. Die kann man durch so Merlin-Rätsel, die heißen Merlin-Rätsel in der Welt, kann man, wenn man die löst, kann man das Inventar erweitern, dass man mehr sammeln kann, ohne was wegschmeißen zu müssen unterwegs oder ohne in den Shop zu gehen und Sachen zu verkaufen. Gebt dafür kein Geld aus, ihr findet genug Scheiße, ihr findet echt genug Zeug. Ich weiß nicht, wie es dann quasi im, wenn man alles gefunden hat, ob der dann noch Sachen hat, die besser sind, aber ich wüsste nicht, wofür man sie braucht, aber nur um dann vielleicht die beste Rüstung zu haben, von mir aus. Die kann man dann später an einem Webstuhl nochmal verbessern. Die Klamottösen da. Aber ich habe da nie was gekauft. Ich habe da nur vertickt. Alles andere findet man eh. Es gab keinen Grund, da was zu kaufen. Und du brauchst auch später relativ viel Kohle für andere Sachen. Für bestimmte Items für den Raum der Wünsche. Die kosten dann auch irgendwann relativ viel. Und bei mir ging es immer sehr gut raus, dass ich alles vertickt habe, was ich nicht gebraucht habe. Dann hatte ich immer genug Kohle für das, was ich wirklich für eine Quest brauchte oder so. Und es gibt auch keinen Grund, das da zu kaufen eigentlich. Also es geht auch so wunderbar. Ich weiß nicht, vielleicht ist es auf einem anderen Schwierigkeitsgrad anders. Auf normal ist das alles gar kein Stress. Macht euch da gar keinen Kopf. Ja, jetzt wird uns das alles erklärt, was wir vorhin schon hatten. Ja, es schadet bei dir, diese Ausrüstung 20 Plätze gibt's, ha? Hab ich doch gesagt. Ja, das ist bei dir gar kein Stress. Man sollte dir alles fünfmal erklären mit Wachsmalkreide. Und dann darauf hoffen, dass während man es dir erklärt, du nicht anfängst, dir die Wachsmalkreide in die Nase zu schieben. Hm.
Du brauchst da nichts kaufen. Eine vernünftige Mütze wäre vielleicht wirklich ein Schatz. Das ist Besenknechts Versprechen. Sie haben ein gutes Auge für Mode. Was für eine außergewöhnliche Einführung in Hogsmeade. Ich würde sagen, dass wir und vor allem du uns mindestens ein Butterbier verdient haben. Wollen wir in die drei Besen gehen? Ich habe jetzt auch ein Butterbier verdient. Das klingt gut. Wunderbar. Hier entlang, bitte. Ich so. Noch mehr Kampf. Jetzt erstmal die Mütze aufsetzen, bitte. Kann ich nicht. Warum auch immer. Oder gehört das dahin? Ah ja, nee. Hä? Ich habe jetzt gerade wirklich nicht aufgepasst, was er. Ach, hier ist die Mütze. Ja, bei Kopfbedeckung. Schaut scheiße aus. Nicht Gesichtsbekleidung, sondern Kopfbekleidung. Ja, kann man. Nicht verkehrt. Nutzt das Transmog-System. Geh auf das Item, drück F. Zauberstäbe tragen. Das ist Optik. Das ist alles Optik. Optik. Das sind noch mehr. Geh auf das Item, drück F. Der ist doch deutlich besser, oder? Wenn ein grüner Pfeil dran ist, ja. Und man kann die noch irgendwie aufwerten. Kann man. Später. Viel später. Aber das geht wohl noch nicht. So. Ich werde ungeduldig, ihr merkt das, ne? Schauen Sie sich nur ganz in. Entschuldigung. In meinem Laden um. Ziemlich neblig und düster hier alles. Ja, wenn man schon sowas programmiert, dann sollte man es richtig machen, ne? Sirona, die Besitzerin. Sie ist sehr charmant und eine mächtige Hexe. Es ist gut, sie zu kennen. Oh, Sirona, ich bin gespannt, ob da ein blöder Kommentar von Rainer kommt. Jetzt bin ich echt gespannt. Na, warte mal ab. Schnief, schnief. Irgendwas stimmt hier doch nicht. Ach echt, woran hast du das gemerkt? An der bedrohlichen Musik? Daran, dass die so plötzlich geguckt haben, dass sie sich hinter einer Ecke verstecken? Was hat es dir verraten? Du das Kind dran, dass du lediglich eine Ablenkung brauchst. Und die habe ich dir gegeben. Ich habe gerade gesehen, wie deine Ablenkung beseitigt wurde. Wer ist dieses Kind? Was verschweigst du mir? Du musst nur wissen, wenn du nicht an das Kind rankommst, dann bist du für mich wertlos. Weg hier. Wurden wir gesehen? Ich glaube nicht. Was macht dieser Kobold mit Victor Rookwood? Renrock arbeitet mit Rookwood? Das ist der Kobold vom Tagespropheten. Ich wusste, dass ich ihn kenne. Schnell, lass uns in die drei Besen reingehen. Es war schön, dich zu sehen, Lord Bock. Ich sag Bescheid, wenn ich was höre. Danke, Sirona. Dann bis bald. Ich frage mich, ob das um die Koboldkriege im Spiel geht. Alter, du hast immer noch nichts kapiert, oder? Du hast doch immer noch gar nichts verstanden. Das ist... Ist mein erstes Mal hier. Willkommen. Ich gebe euch einen aus. TS-TV. Okay, verstehe nur ein paar. Angriff. Ich schaue später nach den Ladenbesitzern und Bewohnern. Immerhin ist ein Transfeuer. Ich hatte Hilfe. Hat ganz allein ein Troll besiegt. Wirklich? Nein, verstehe mich noch weniger, Rainer. Du bist so hageldomm. Alles, was in deinem Schädel rumgeistert, nichts davon ist auch nur ansatzweise etwas, was irgendjemanden überfordern würde. Wirklich nicht. Okay, verstehe weniger. Oh, weil ich bin ja so kinky und so weltgewandt. Halt dein dummes Maul. Du bist so hageldomm. Du bist so hageldomm. Das ist wirklich. Geht auf gar keine Kuhhaut. Danke dafür. Aber gern. Im Ernst. Trolle in Hogs. Und da ist kein Transvestit, sind Transfrau, Mann. Transfrau. Fickte Scheiße. Smee? Das hatten wir ja noch nie. Merkwürdig. Die einzigen Unholde, die uns plagen, sind sonst. Ah. Wie passend. War das Lodgok gerade eben? Die Kundschaft war auch schon mal besser, Sirona. Keine Sorge, Victor. Wenn Sie erst weg sind, wird das meiner Kundschaft nur zuträglich sein. Würde ich an Ihrer Stelle lassen, Theophilus? Na, na.
Das Theater können wir uns doch sparen. Ich bin nur aus einem Grund hier. Mein Gast genießt ein wohlverdientes Butterbier. Es dauert nicht lang. War ich nicht deutlich genug? Oh, sehr interessant. Mein Gast ist gerade beschäftigt. Man sollte meinen, dass ihr genug Blut vergießen hattet. Komm, Theophilus. Mit den drei Besen geht es bergab. Ist unsere Galeone nicht wert? Du kannst nicht ewig Butterbier trinken. War auch nicht so wie der Troll. Ich könnte ewig Butterbier trinken. Sie haben sich einen mächtigen Gegner gemacht. Butter. Vorsicht! Rookwood und Harlow sind schlimmer als alle Trolle dieser Welt. Der kennt Trolle? Mich noch nicht. Ja, mit Trollen kennst du dich aus, ne? Was verheimlichst du mir? Ich werde dir alles erzählen. Aber jetzt ist nicht der richtige Zeitpunkt dafür. Einige Aufträge haben offene Zielsetzungen ohne vorgegebenen Kompasspfad. Jetzt wird's kritisch für Rainer. Setze auf der Karte einen persönlichen Wegpunkt, um selbst den Überblick über verschiedene Orte zu behalten. Jetzt wäre wohl ein guter Zeitpunkt, um zum Schloss zurückzukehren. Jo. Ich werde der Wall jetzt da vorm Tor, oder? So, zurück nach Hogwarts. Sprich mit Natty vor den drei Besen. Das Ding markieren oder läuft sie jetzt Sprich voraus? Mit Natty vor den drei Besen. Ich bin heilfroh, dass Sirona da war. Und dass solche Schurken wie Rookwood und Harlow sie nicht einschüchtern. Ich möchte verstehen, was hier vor sich geht und hoffe, du erzählst es mir. Aber erst einmal sollten wir zum Schloss zurück. Professor Weasley erfährt sicher bald von dem Trollangriff, wenn sie es nicht schon weiß. Ich will nicht, dass sie sich sorgt. Du musst für die Nacht in den Gemeinschaftsraum zurückkehren. Nutze die Karte. Das gilt übrigens nicht fürs Freispiel, das ist nur jetzt so. Du musst für die Nacht in die Gemeinschaftsräume zurückkehren. Nutze die Karte. Achso, den Gemeinschaftsraum. Ich kann jetzt direkt mit der Karte in die Gemeinschaftsräume, oder was? Aber ja. Ja, über das Flohnetzwerk, Herrgott, übers Flohnetzwerk. Sag mal, du hast es eben noch als wichtig erachtet, diesen Punkt in Hogsmeade mitzunehmen. Und jetzt, ach echt, ich kann da direkt zurück. Ja, übers Flohnetzwerk. Das gibt es dazu. Habe ich in dieser Folge eigentlich schon Transferleistung erwähnt? Verstehe. Bezweifle. Wenigstens klappt er jetzt schon mal zur Hälfte sein Mikro hoch. Das ist ja echt hart, ey. Und das ist, alter Falter, das ist echt. So ein Monster, ey. Alter Falter. Das ist echt hart, ey. Na gut, meine Lieben. Ihr habt jetzt wieder mehr ich als bin ich denn Folge gehabt. Ihr habt vor allem genug von dir gehabt. Beziehungsweise ich habe die Folge wieder länger gemacht, als nötig gewesen wäre. Ihr habt jetzt genug von der Folge gehabt, beziehungsweise ich habe sie wieder länger gemacht. Ich danke euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Ich werde jetzt eine kleine Aufnahmepause machen und dann werde ich hier gehen an den Stream machen und dann werde ich noch ein bisschen aufnehmen, denke ich, und dann mal schauen, wie es weitergeht. Ich bin auch hype auf dem Game. Du bist auch hype auf dem Game. Ja gut, er ist auch hype auf dem Game. Ich auch. Ich auch. Zum Glück ohne dich. Leute, was soll ich sagen? Das war Part 5 von Hogwarts Legacy. Legacy? Nee. Legacy, sowas. Mein Gott. Kann das gar nicht mal so blöd aussprechen, selbst wenn man es vorhat. Legacy. Ja. Von Harry Potter und die Hoden des Hönigs. Was soll ich sagen? Er stümpert genauso weiter, wie er begonnen hat. Wir sehen uns dann in Part 6. Sayonara, Matane, Wirsing, Servus, Middle of.